Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Wir befinden uns im Kenway House, was in London steht, und wir haben einen geheimen Gang gefunden, wo wir jetzt hineingehen werden. Mal sehen, was da unten auf uns wartet. Was ist denn los jetzt hier? Muss ich zentral die Treppe runtergehen? Ja, ist dir das lieber? Jetzt machen wir mal die Kiste auf. Und dann untersuchen wir, was da vorne liegt. Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Was ist es? Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Das Rad ist doch bestimmt da, oder? Komm schon, öffne dich. Ist hier sonst noch was für uns? Such die Wände, eine ganze Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Ja, ein besseres Versteck finden. Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Jacob ist auf Streifzug. Die Stelle ist also frei. Falls Sie doch noch Ihren Horizont erweitern wollen. Oh nun, Miss Frey, ich... Tja. Wir haben nicht alle Andenken gefunden, das Klavier-Rätsel ohne falsche Note abzuschließen, haben auch nicht geschafft. Aber hey, wir sind weitergekommen und haben einen Schlüssel und ein neues Ziel, wo es uns hinzieht. Verteidigergewand bekommen. Schön, schön. Wo ist denn unser nächstes Ziel? Da ist es. Überdosis. Ja, direkt mal zu dem Aussichtspunkt hin. Und finden heraus, um was es... Wahrscheinlich geht es jetzt wieder um die Giftmischerei von Steric. Das heißt, es wäre eigentlich perfekt, um mal wieder auf Jacob zu wechseln. Der sich mit brachialer Gewalt da wieder durchschlagen wird. Aber wir sehen mal, wenn wir da sind, ob wir auch noch ein paar Punkte vergeben können. Ein paar Gang-Upgrades vielleicht. Oder auch einfach nur für Evie noch ein paar Sachen bauen. Denn Jacob habe ich schon ein bisschen ausgerüstet. Er hat einen neuen Handschuh bekommen. Er hat einen neuen Gürtel bekommen. Neue Pistole war mir noch ein bisschen zu teuer. Aber wie gesagt, jetzt gucken wir erstmal, ob wir Evie noch ein paar Sachen was Gutes gönnen können. Normalerweise einen Handschuh müsste sie auch nehmen können, wenn ich den für Jacob gemacht habe. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden, sobald ich festen Boden unter den Füßen habe, denn ich muss ja erstmal von da oben runter springen. Also, yippie-yay, Schweinebacke. Lambeth haben wir ja komplett befreit. Einmal hier raus und dann schauen wir mal. Im Inventar haben wir neue Monturen. Wie gesagt, schaurig schöne Damenmontur haben wir da. Verteidigergewand. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich das hier schon ziemlich geil. Wir bleiben bei der Montur. Aber wir schauen mal. Assassinenhandschuh. Yep, sie kann denselben nehmen wie Jacob. Schusswaffen hätten auch nicht genug Kohle für. Aber wir könnten ihren neuen Umhang spendieren vom Level her. Plus 2 müsste hergestellt werden.
Der kostet Geld. Ach, der ist auch schick mit dem Schottenmuster. Wir stellen hier den hier her. Hat sie direkt wieder plus 2 Verteidigung und plus 2 Schleichen. Ah, uns fehlt das Geld. Uns fehlt das nötige Kleingeld. Da musst du in den Lumpen rumlaufen, die du bisher hast, Mädchen. Tut mir leid. Aber ich wollte doch, genau, ich wollte Jacob wechseln. Und da ist der Gute auch mit seinem Frankenstein-Mantel. 13 verfügbare Fähigkeitspunkte kann er nicht sein. 6 hat er. Revolver hält 2. Jacobs Konterschüsse werden automatisch Kopfschüsse. Fahrer 2, schnellere Kutschen, wenn wir damit fahren. Und 6 wäre Panzerkutsche. Wir könnten aber auch Erstschlag. Ihr Erstschlagangriff richtet mehr Schaden und könnte den Gegner unverzüglich töten. Auch natürlich nicht schlecht. Wenn Sie im Kampf Multikills ausführen, regenerieren Sie Ihre Gesundheit abhängig von der Anzahl der Gegner. Ne, wir nehmen hier das hier, den Revolverhelden. Konterschüsse, automatische Kopfschuss, großartig. Und wir haben Level 7 erreicht. Wir werden hier von Mal zu Mal stärker. Nun aber auf zur Mission Überdosis. Oh, und Darwin wartet auf uns hier. Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starex Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Und damit wäre dann der DLC mit Darwin freigeschaltet. YouTube. Aussichtspunkt erreichen. Und dann schauen wir mal, wo dieser Dr. Elliotson sich aufhält. Ich mag die Klinge. Es geht ratzfatz damit. Wenn man sie ja mal richtig anvisiert hat. Ist nicht komplett ausgefeilt, aber ein schönes Gimmick von Ubisoft. Und dann schauen wir uns mal jetzt hier. Ich muss da unten hin. Ist ein Aussichtspunkt. Sind die böse Buben? Wo finde ich jetzt den Doktor? Ganz schön viel Polizei hier. Dann schauen wir uns mal. Ah. Eine Lobotomie. Nee, ich glaube nicht. Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Gelinge für ein einzigartiges Attentat, okay. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Okay, die Schwester ist eine Infiltrationsgelegenheit. Und unten im Leichenschauhaus einmaliges Attentat. Ja, das Gebiet erkunden, Gelegenheit identifizieren. Schwester Infiltrationsgelegenheit und junger Arzt Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Das möchte ich ja gerne mal machen. Wie stelle ich es an? Da unten ist die Krankenschwester. Ah ne, das ist der Arzt, ne? Schaltet einzigartiges Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um die Operationszeit zu erreichen. Oh, ist das geil. Das machen wir. Das machen wir. Wir werden uns als Leiche tarnen. Und dann den Doktor ausschalten. Jetzt müssen wir halt nur erstmal da runterkommen. Von hier außen eine Eingangsmöglichkeit, die weiter unten ist. Nee. Dann gehen wir wieder rein. Wir müssen uns also hier irgendwie durchmurmeln. Den da werden wir erstmal ausschalten. So, da hinten ist halt... Es ist gerade relativ knifflig, wie wir da am besten hinkommen. Aber mein Blick auf die Uhr sagt mir gerade, dass es leider schon wieder auch an der Zeit ist, dass wir hier leider Schluss machen müssen und uns in der nächsten Folge weiterhin hier durcharbeiten müssen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, nette Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.